Unsere Welt steht vor großen Herausforderungen. In Zeiten einer globalen Pandemie und zunehmender Konflikte müssen wir uns auch der größten Bedrohung unseres Planeten stellen, der Klimakrise. Mit über 40% der weltweiten Emissionen tragen Agrar- und Ernährungssysteme erheblich zum Klimawandel bei. Gleichzeitig wird die landwirtschaftliche Produktion durch den Klimawandel stark beeinträchtigt. Dürren, Überschwemmungen oder der Verlust von fruchtbaren Böden haben weltweit verheerende Folgen für Ernährungssysteme. Ein nachhaltiger Wandel ist dringend notwendig. Gemeinsam mit ihren Partnern vor Ort fördert die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit emissionsarme und klimaresiliente Agrar- und Ernährungssysteme. Rund 80% der Bevölkerung Madagaskars lebt von der Landwirtschaft. Der Klimawandel bedroht ihre Ernten und damit die Lebensgrundlage der Menschen. Doch dank eines deutsch-madagassischen Kooperationsprojekts können sich die Bäuerinnen und Bauern nun über eine Hotline zur aktuellen Wetterlage informieren, sowie Tipps für nachhaltige agrarökologische Anbaumethoden erhalten. Darüber hinaus schützen neue Klimarisikoversicherungen die LandwirtInnen bei Ernteausfällen. In Indien liefert die Kreislaufwirtschaft innovative Lösungen für die Abfallbewirtschaftung und stärkt so die Lebensgrundlage von Kleinbäuerinnen und Bauern. Städtische Bioabfälle werden zu Kompost verarbeitet und aufs Land gebracht. Durch diesen agrarökologischen Ansatz können Felder nachhaltiger und mit weniger Chemikalien bewirtschaftet werden. Die Anreicherung des Bodens mit organischer Substanz erhöht auch dessen Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern. Im äthiopischen Tiefland zielt ein landschaftsbasierter Ansatz darauf ab, ausgetrocknete Täler wieder fruchtbar zu machen. Durch die Kombination aus traditionellem Wissen und innovativen Techniken unterstützt die Deutsche Entwicklungszusammenarbeit äthiopische Gemeinden bei der Stärkung ihrer Klimaresilienz. Die Wiederbelebung ausgetrockneter Täler macht Land und Wasser wieder zugänglich und ermöglicht landwirtschaftliche Produktion. Die Auswirkungen des Klimawandels sind überall spürbar und sie werden sich weiter verstärken und immer drastischere Maßnahmen erfordern, je länger wir sie ignorieren. Deshalb müssen unsere Agrar- und Ernährungssysteme widerstandsfähiger gegen den Klimawandel werden. Gleichzeitig gilt es, deren Belastung für die Ökosysteme, Biodiversität und das Klima zu minimieren. Um Ernährungssicherheit auch zukünftig zu gewährleisten, muss sich diese zwingend notwendige Transformation innerhalb der planetaren Grenzen vollziehen. Vor diesem Hintergrund unterstützt Deutschland seine Partnerländer dabei, klimaresilienter zu werden und Agrar- und Ernährungssysteme nachhaltiger zu gestalten. Mit vereinten Kräften können wir auf eine lebenswerte Zukunft für alle hinarbeiten.